Moin moin und willkommen zurück bei Hogwarts Legacy. So, Sebastian hat uns irgendetwas gesagt wegen Flüchen, die wir nicht haben sollten und Eckhärte Stelle zum Üben. Also, machen wir den Spaß. Klingt nämlich nach genau meinem Ding. So. Ich stehe neben dir, okay. Sebastian, lange nicht gesehen. Stimmt. Schön, dass du meine Eule erhalten hast. Ich muss dir was zeigen. Lass mich dir erstmal danken für das, was du in der Bibliothek getan hast. Natürlich. Scribner wollte mich nachsitzen lassen, aber ich habe meine Mittel und Wege. Du hast den Kopf für mich hingehalten. Und das ist viel wert. Hast du gefunden, was du gesucht hast? Das habe ich. Aber da fehlte etwas. Vielleicht sollten wir woanders darüber reden. Verstanden. Wir können gleich weiterreden. In der Krypta. Nicht mal die Professoren wissen von diesem Ort. Ja. Als ob. Genau hier gibt es einen Geheimgang. Sehr gut verborgen. Ah, die sind schon öfter hängen geblieben. Der rennt alleine rein? Wie hast du diesen Ort gefunden? Durch meinen Freund, Ominous Gaunt. Er hat ihn Krypta getauft. Wir haben hier immer Koboldstein gespielt. Mit meiner Schwester, Anne. Sie liebte dieses Spiel. Wie gerne würde ich nochmal gegen sie verlieren. Hör zu, ich habe Ominous geschworen, diesen Ort zu schützen. Also behalte das hier bitte für dich. Er vertraut niemand anderem außer mir. Seit wir uns kennen, nicht aufs Spiel setzen. Früher sind wir fast täglich hier reingeschlichen. Incendium! Nochmal! Wir räumen hier jetzt auf. Oh, die Geräuschkulisse. Okay, ich weiß nicht, warum ich das mache. Es macht aber Spaß. Woo! Ist das geil! So was macht man nicht, oder? Oder doch? Nee, eigentlich ja nicht, ne? Incendium. Okay, ich hör auf. Hallöchen! Ich kenne Ominous aus dem Zaubertrankunterricht. Oder Kräuterkunde? Er findet sich mit seinem Zauberstab im Schloss zurecht. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht wie. Ominous wurde blind geboren. Da hilft kein Zauber. Es ist fast so, als hätte sein Zauberstab ein Bewusstsein. Würde mich nicht wundern. Ollivander sagt immer, der Zauberstab wählt den Zauberer. Hat er so diesen Ort gefunden? Nein, jemand in seiner Familie wusste davon. Die Gaunts sind voller Geheimnisse. Ich habe noch nie jemand anderen davon sprechen hören und auch noch nie jemand anderen hier gesehen. Erzähl das niemandem, besonders nicht Ominous. Er hat für seine Familie oder ihre Geheimnisse nichts übrig, aber dieser Ort bedeutet ihm viel. Verstanden. Aber warum hat Ominous für seine Familie nichts übrig? Die Familie seines Vaters stammt direkt von Salazar Slytherin ab, einem der vier Gründer von Hogwarts. Die meisten von ihnen sind besessen vom Blutstatus. Ominous kann sie nicht ausstehen, wie er dir gerne bestätigt. Wie dem auch sei, die Krypta war der perfekte Ort, um sich vor neugierigen Blicken zu verstecken und sogar verbotene Zaubersprüche zu üben. Ach ja? Zum Beispiel? Den Explosionszauber. Die Professoren sagen, der Zauber sei nicht geeignet für Schüler. Eine magische Ausbildung sollte sämtliche Magie umfassen. Genau mein Gedanke. Ein Zauber wie Confringo ist nur in ungeübten Händen wirklich gefährlich. Solche Zauber sollten lieber richtig gelehrt werden.
Ehrlich gesagt interessiere ich mich eher für feurige Formen der Magie. Aber du solltest ihn lernen. Ich kann ihn dir hier gefahrenlos beibringen. Es kann dauern, bis man ein Gefühl dafür bekommt. Bewege den Zauberstab wie ich. Die Beschwörung lautet Confringo. Also gut. Du hast es raus. Bereit, es richtig auszuprobieren? Konzentriere dich aber auf die Ziele, damit die Krypta intakt bleibt. Versuch's mit diesen Armleuchtern. Gut gemacht. Wie ist es so? Ein bisschen heiß. Du gewöhnst dich dran. Okay. Das ist ein Feuerfernkampf, oder wie? Ich muss sagen, das hat Spaß gemacht. Als ich mit Ominous das erste Mal Confringo übte, versenkten wir uns die Augenbrauen. Das hätte ich gern gesehen. Das hat uns lange verfolgt. Bis heute hat dieser Spruch etwas an sich, das süchtig macht. Das ist genau die Art von Magie, die ich lernen wollte. Ich kenne noch viel mehr. Ich übe hier schon seit Ewigkeiten ähnliche Zaubersprüche. Allerdings habe ich Anne und Ominous nicht von jedem erzählt. Ich war schon länger nicht mehr hier. Ohne Anne ist es anders. Das mit deiner Schwester tut mir leid. Wenn ich irgendwas tun kann... Wenn ich wieder nach Feldcroft gehe, könntest du mitkommen und Anne treffen. Sie kann Aufmunterung gebrauchen. Wenn es ihr nicht gut geht, will sie vielleicht keinen Besuch. Einen neuen Schüler zu treffen, ist genau das, was sie braucht. Glaub mir, sie vermisst Hogwarts. Sie sitzt zu Hause bei unserem Vormund Onkel Solomon fest. Leider musst du ihn auch kennenlernen. Na gut, sag mir wann und wir treffen uns. Prima. Übrigens, was hast du da vorhin in der Halle nicht sagen können? Wo soll ich da bloß anfangen? Du sagtest, bei deinem Fund in der Bibliothek fehlt etwas? Könnte es etwas mit Victor Rookwood zu tun haben? Er hat dich in Hogsmeade doch nicht wirklich mit jemandem verwechselt, oder? Dir entgeht wirklich nichts. Alles, was ich sagen kann, ist, Rookwood und Ranrock suchen etwas, das ich ihrer Meinung nach aus Gringotts gestohlen habe. Gringotts? Wann warst du dort? Professor Fick und ich sind nach dem Drachenangriff dort gelandet. Da war dieser Portschlüssel und... Ein Portschlüssel? Nach Gringotts? Nun, das ist alles etwas verworren. Ich höre... In dem Buch aus der verbotenen Abteilung fehlten Seiten. Das war's auch schon. Schade. Dachte nicht, dass du mich mit einer so vagen Antwort abspeist. Da sowohl Rookwood als auch Ranrock hinter dir her sind, solltest du den Explosionszauber noch ein bisschen üben. Bleib hier, solange du willst. Und denk daran, dieser Ort bleibt unter uns. Okay. Wenn ich nach Feldcroft gehe, gebe ich Bescheid. Ja, lasse die Krypta. Schaffe ich. Doch. Hallo, Sebastian. Warte. Du da. Ich kann dich hören. Oh, hallo. Ominous, nicht? Ich glaube, wir haben Zaubertränke zusammen. Und Kräuterkunde? Die Stimme kenne ich. Hab dich in Zaubertränke mit Gareth Weasley reden gehört. Du bist neu in der fünften. Kommst du gerade aus der Krypta? Wie bist du da reingekommen? Der Raum heißt die Krypta? Ah, ich war auf Erkundungstour und fand mich plötzlich in einem seltsamen Gang wieder. Lüg nicht! Niemand stößt zufällig auf diesen Raum. Sebastian hat dir von ihm erzählt, oder? Wenn du irgendjemandem von diesem Ort erzählst, kann dir nicht einmal dein werter Professor Fig helfen. Mein Vater ist mit dem Schulleiter befreundet. Ich habe keine Scheu davor, das auszunutzen, wenn nötig. Du brauchst mir nicht zu drohen. Ich behalte deine Krypta für mich. Und Sebastian ist ein guter Freund.
Du solltest ihm nicht gleich das Schlimmste unterstellen. Ich muss mir von dir nichts über meinen ältesten Freund sagen lassen. Schön, danke auch. Ominous, ich meinte nur... Ich weiß, was du meintest. Sebastian handelt sich schon genug Ärger ein. Er braucht deine Hilfe nicht. Dafür wird sich Sebastian etwas anhören dürfen. Okay. Kann ich die Questreihe jetzt weitermachen? Ich fand das ganz interessant mit der Aussicht auf mehr Zauber. Gucken wir mal. Der Raum der Wünsche, das gefällt mir. Oh, warte, das mache ich auf jeden Fall. Oh, wenn ich mich nicht täusche, ist das genau das, wo der ganze Spaß losgeht, so mit Pflanzen und Tieren. Das habe ich jetzt schon doch ein bisschen mitbekommen nebenbei. Lauf, Mortifer, lauf! Noch ein höher. Das ist okay. Das ist eine Truhe. Rebellion. Da ist die Truhe. Ah, okay. Was haben Sie jetzt vor? Diese Katze da streichen, wenn ich ehrlich bin. Gute Katze. Ey. Oh, ist das das mit der Leiter oben? Rebellion. Nee, ist es nicht. Okay. Professor Weasley? Irgendwo, wo wir unter vier Augen sprechen können. Das ist schon mal geil. Verzeihung, der Schulleiter hielt mich an und bei Merlins Bart. Sie haben keine Zeit vergeudet. Gut gemacht. Wollen wir? Nach Ihnen, Professor. Was ist das hier? Dies hier ist der Raum der Wünsche. Er erscheint nur, wenn man ihn auch wirklich braucht. Normalerweise stößt ein Schüler rein zufällig auf diesen Raum, wenn überhaupt. Ich wollte Sie nur darauf hinweisen, wie Sie ihn finden, indem Sie sich an dieser Wand auf Ihren Wunsch konzentrieren. Aber Sie haben den Raum schon selbst gefunden. Während ich hier bin, sollten wir also den Moment nutzen. Also, wo ist Dick? Er muss vorbeigeschlichen und vorgegangen sein. Dick, Professor? Der Hauself, mit dem ich an Ihrem ersten Tag in meiner Klasse sprach. Er könnte Ihnen doch mit dem Raum helfen, sobald Sie... Auf keinen Fall klettere ich über diesen Krempel. Damit bietet sich die perfekte Gelegenheit, Sie Ivanesco zu lehren, den Verschwindezauber. Mit Ivanesco kann man bestimmte Dinge verschwinden lassen, wie diese Stühle und andere Dinge hier im Raum. Kann ich sie nicht einfach in die Luft sprengen? Zauberstab üben. Danach können Sie sich die Stühle vornehmen. Oh. Ich habe schon nicht aufgepasst, wie das Symbol aussieht. Da ist es, ne? Wunderbar. Nun
zaubern Sie bitte Ivanesco auf diese Stühle. Ausgezeichnet. Wie Sie sehen, verfügen Sie nun über Mondstein. Dessen Verwendung besprechen wir später. Nun weiter. Das habe ich schon länger. Okay. Wo in Merlins Namen steckt dieser Elf? Verdammt groß ist dieser Raum. Was? Herrje, meine alte Schultasche. Ich habe mich immer gewundert, wo sie hin ist. Dabei war sie die ganze Zeit hier. Ich sehe sie mir nur kurz an. Warum schauen Sie sich nicht ein bisschen um, bis wir Deke finden? Ja, Professor. Oh, meine Güte, können Sie nicht lang... Revelio. Aha. Okay, schade. Hoffentlich ist das stabiler, als es aussieht. Haltet den Eindringling auf! Nein, nicht! Das ist nicht hilfreich, ein wertloser Haufen Blech. Ich bin etwas empört, dass der Raum dachte, ich bräuchte ein Bad. Freches Ding. Das ist okay. Schön. Wie soll sich jemand, der kein Hauself ist, hier zurechtfinden? War das? War das ein goldener Schnatz? Ach, stimmt. Der fliegt hier rum. Vielleicht sollten Sie Ihren Verstand nutzen und es herausfinden. Ja, ja. Ich hoffe, dieser Hauself kann uns hier finden. Da ist er. Oh, Vorsicht! Hm? Oh, da sind Sie ja. Warten Sie dort. Die kommt zu Ihnen. Hallo. Ah, Deke, wir haben dich gesucht. Verzeihung, Professor Weasley. Deke hat sich angeschaut, was seit Deeks letztem Besuch hinzugekommen ist. Ist das die Person? Ja, allerdings. Es ist eine Ehre für Deke. Wir kennen uns seit meiner Zeit als Zweitklässlerin. Wir beide haben den Raum gefunden. Deke kennt sie schon. Wir denken, dass ihn der Raum genauso nutzen wird wie mir einst. Deke, wärst du so freundlich? Sehr gern, Professor Weasley. Der Raum der Wünsche ist immer für die Bedürfnisse aller Suchenden ausgestattet. Er ist unauffindbar und erscheint auf keiner Karte. Die meisten finden ihn zufällig oder gar nicht. Deke sah, wie Schüler, die ein Fläschchen für Zaubertränke brauchten, in den Raum voller Fläschchen stolperten. Sie haben ihn in seiner Form als Raum der verborgenen Dinge betreten. Ich wünschte mir einen Ort abseits neugieriger Blicke. Genial! Das erklärt es also. Was ich brauche, ist ein Ort, an dem ich ohne Ablenkung Schulaufgaben machen kann. Nun denn, genau damit kann der Raum Ihnen dienen. Und nun konzentrieren Sie sich auf Ihren Wunsch. Schließen Sie Ihre Augen. Stellen Sie sich den Raum genauso vor, wie er sein soll. Der Raum erledigt den Rest.
Vom Gefühl her hat er sich nur aufgeräumt. Sie haben sich wirklich Platz zum Arbeiten verschafft. Ich bin gespannt, was Sie mit diesem Raum anfangen werden. Ah, der Raum der Wünsche hat Ihnen einen Schreibtisch der Beschreibungen bereitgestellt. Damit kann man unbekannte Kleidungsstücke identifizieren. Man sollte immer bedenken, was eine Kleidung für eine Wirkung hat. Du hast den Schreibtisch der Beschreibung freigeschaltet. Benutze ihn, um die magischen Eigenschaften aller nicht identifizierten Ausrüstungsgegenstände zu enthüllen. Jo, habe ich keine mehr, habe ich einfach alle verkauft. Momentan gibt es. Sie werden viele Kleidungsstücke finden, die identifiziert werden müssen. Der Tisch wird äußerst hilfreich sein. Nee. Oh, ob ich mir im Mond schon einfach neue Einrichtungen hinstellen kann? Rede mit mir. Der Schreibtisch der Beschreibungen ist sicher praktisch. Ja, ich hoffe, Sie machen ihn sich zunutze. Nun eine kurze Lektion in Sachen Beschwörungen. Der Raum allein bietet vielleicht nicht alles, was Sie brauchen. Beschwören? Ja, das Erschaffen und Herbeirufen von Dingen. Ich zeige es Ihnen. Ach du, gut. Sehr gut. Wenn Sie komplexere Objekte beschwören, benötigen Sie etwas, das man Zauberkraft nennt. Zauberanweisungen führen die benötigten Zutaten, also Ressourcen, zur Beschwörung eines Gegenstands auf. Sie finden einige für eine Tränkestation und einen Pflanztisch von Wälzer und Schriftrollen in Hogsmeade. Hab ich. Wo finde ich die Ressourcen, die ich brauche? Obwohl Ressourcen wie Mondstein sich zwar im Hochland beschaffen lassen, ist es weitaus sicherer und einfacher, sie zu kaufen. Man erhält sie auch, indem man Objekte aus dem Raum verschwinden lässt, wie die Stühle vorhin. Sie sollten jetzt ausreichend Ressourcen haben. Verstehe. Und kann ich Ressourcen zurückbekommen, wenn ich etwas Beschworenes verschwinden lasse? Allerdings. Gut kombiniert. Warum probieren Sie es nicht einmal? Los, beschwören Sie die Tränkestation und den Pflanztisch. Sie sollten sie ja bereits aus Ihrem Studium von Zauberpflanzen und dem Unterricht zum Brauen von Zaubertränken kennen. Aha. Okay, ich kann mir die Optik wohl aussuchen, okay. Ach, wie witzig. Ach, wie cool. Ja, okay. Jetzt brauche ich noch Kräuterkunde. Pack das jetzt einfach mal da. Dahin. Gute Arbeit. Nutzen Sie sie, um Pflanzen zu züchten oder Tränke zu brauen. Vorausgesetzt natürlich, Sie haben Samen oder Zaubertrankzutaten in Hogsmeade oder außerhalb des Schlossgeländes besorgt. Aha. Ach, das sind jetzt nur die neuen Sachen hier, ne? Ach so. Regelaushänge. Hä? Nee. Möbel? Tierschränke. Deko? Ja, okay. Oh ja, ein Dodo. Dodo brauche ich. Oh. Dodo ist wichtig. Dick wird ihm bei etwaigen Fragen zur Verfügung stehen. Unterschätzen Sie ihn nicht.
Vielen Dank. Ich werde mich an Deke wenden, sollte ich etwas benötigen. Danke. Viel Glück. Ich bleibe noch etwas, sollten Sie einen weiteren Verwandlungszauber für den Raum erlernen wollen. Erstmal würde ich gerne... Komme ich noch in den Weg, den wir hierher gelaufen sind? Oh, sind die ganzen Kisten, die ich da jetzt unterwegs gesehen hatte, jetzt futsch? Oh nee. Kommen Sie so schnell wie möglich zu mir. Mein Abstecher beim Ministerium war nicht von Erfolg gekrönt. Ich hoffe, Sie hatten in der Zwischenzeit mehr Glück. Jetzt will ich aber... Ich will gerne mal hin und zurück. Mich wundert gerade echt, dass ich... Also dann wäre es echt bitter, wenn ich meine ganzen... Hier, wie soll ich sagen? Diese Kisten, die da jetzt unterwegs waren... niemals mehr kriegen könnte. Oh, das wäre schade. Oh. Ich möchte Ihnen Wingardium Leviosa beibringen, um Objekte für kurze Zeit schweben zu lassen. Sobald Sie ein paar Voraussetzungen erfüllt haben, kommen Sie nach dem Unterricht zu mir. Schade. Na komm, dann zeig mir noch was. Ich bin bereit für die nächste Lektion, Professor. Also gut. Zuerst brauchen Sie etwas Mondstein. Habe ich. Mondstein können Sie außerhalb des Schlossgeländes sammeln. Sie können aber auch einfach Dinge hier im Raum der Wünsche verschwinden lassen. Kehren Sie zurück, wenn Sie genug haben. Dann beginnt Ihre Lektion. Ich habe den Mondstein, den Sie wollten, Professor. Gut. Dann kann der Unterricht beginnen. Sie können nicht nur Tränkestation und Pflanzentische beschwören. Mit Beschwörungen können Sie diesen Raum nach Belieben dekorieren. Versuchen Sie es an der Wand und mit dem Boden. Okay. Teppiche? Ha. Und was an die Wand? Hausherrin mit Hauselfen? Nachdenkliche Hexe. Okay, komm. Nachdenken finde ich gut. Wanddeko, hast du 5 Stück? Gut. Dann werde ich hier wohl alle Bilder aufhängen. Ich soll ja auch ein paar Fußbodendekorationen. Boah, die finde ich nett. Boah, ich. Okay, das ist witzig. Okay? Ja, ich optisch aufhübschen kann ich ja nochmal später machen. Ich bin mit dem Beschwören fertig. Was jetzt, Professor? Ich denke, Sie sind bereit für den Änderungszauber. Der Änderungszauber erlaubt es Ihnen, beschworene Gegenstände anzupassen. Sie können die Farben, Muster und Stile Ihrer Möbel ganz nach Ihrem Geschmack verändern. Fangen wir an.
Passen Sie jetzt bitte genau auf, wie man den Änderungszauber durchführt. Richten Sie den Zauberstab auf das Beschworenes und verändern Sie es mit dem Änderungszauber. Oh, ich will die Farben anpassen von den Wänden. Nein, ich hätte gern von der Lampe da. Ich mach dich kleiner. Und du kriegst eine andere Farbe. Das haben Sie gut gemacht. Nun sind Sie für größere Herausforderungen bereit. Sie können den Änderungszauber auch direkt auf den Raum anwenden. Gestalten Sie damit den Boden oder den Balkon um. Ziehen Sie mit dem Änderungszauber nun bitte auf den Boden. Dieser Raum könnte etwas mehr Ambiente vertragen, finden Sie nicht? Deke, wärst du so nett? Sehr gern, Professor Weasley. Professor Weasley hat Deke einmal diese Magie gezeigt. Deke denkt, Ihnen könnte das gefallen. Professor Weasley sagte, du wüsstest, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht Sie denn am meisten an? Der Raum soll mysteriös und gruselig wirken. Als wäre ich im verbotenen Wald, umgeben von Schatten. Hervorragend. Yo! Cool. Was für eine Veränderung. Natürlich müssen Sie diesen Stil nicht beibehalten. Sie können jederzeit Deke bitten, ihn zurückzuverwandeln. Jetzt haben Sie viel über Änderungszauber gelernt. Danke, Professor. Der Raum ist voller Möglichkeiten. Allerdings, egal wie oft ich hier bin, der Raum überrascht mich immer wieder aufs Neue. Hä? Oh, das ist ganz schön groß. Oh, jetzt ist noch mehr Platz. Wie ist das passiert? Der Raum passt sich Ihren Bedürfnissen an. Er muss gespürt haben, dass Sie mehr Platz für Zauberübungen brauchen. Wenn Sie den Raum noch weiter anpassen wollen, können Sie das mit Zauberanweisungen. Sie finden mehr davon innerhalb und außerhalb der Schule. Danke, Professor. Ich halte die Augen offen. Gut. Der Raum gehört also Ihnen. Nutzen Sie ihn gut. Wunderbar. Also ja, klein ist er ja nicht. Ich gehe auch mal voraus, dass das hier noch mehr werden könnte. Ha! Witzig. Ja gut, wie gesagt, es ist jetzt ein bisschen schade, dass ich die ganzen Kisten jetzt davor nicht mitgenommen habe. Aber ja, passt schon. Ich sage dann auf jeden Fall mal vielen lieben Dank fürs Zuschauen.
wie immer so der Wunsch, wenn es gefallen hat, super gerne eine Bewertung da lassen. Ich bin aber auch jetzt schon ein bisschen überlegen, dass ich das jetzt hier aufgrund zeitlicher Umstände alles nicht so ganz zu Ende bringen werde, wie ich es sonst gerne mache. Aber da weiß ich auch noch nichts Genaues zu. Sache ist, es wird ja jetzt aktuell auch gar nicht mal so viel geguckt. Was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Das ist ein storybasiertes Spiel. Ich verstehe das, dass man das nicht unbedingt gucken wird, um sich zuspoilern zu lassen oder ähnliches. Aber ist halt nur ein weiterer Grund, warum ich darüber nachdenke, das einmal irgendwie früher zu beenden als ursprünglich geplant, um die Zeit anderweitig zu nutzen. Aber an sich, geiles Spiel auf jeden Fall. Ich freue mich auf das nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.